das bin ich. Da bin ich noch jung gewesen. Das heißt, bin ich eine Sendung gewesen, da, auf der Alp. Weißt du schon, was das da drauf. Und die da hat mir müssen helfen beim Buttern. Und wir haben, ich habe im Tag 40 Kühe gemolken. Ja, da hat es keine Maschine gegeben. Und dann müssen Butter machen, Käse machen, alles. Die hat uns geholfen, die Straße gefüllen. Wie hat man früher Butter gemacht? Ja, ich habe schon kennen mit einem Treibkiebel. Haben wir schon. Das ist schon elektrisch gegangen, da oben. Selbst schon. Dann hat man es halt rausgenommen und hat müssen kneten, dass da keine Milch drin bleiben darf, dass die Butter ist nachher auf einem Brett, auf einen so einen Stock gekommen. Der war so hoch gewesen. Da drauf haben wir müssen kneten. Da hat nicht kein Wasser und nichts drin sein dürfen. Aber streng. Wenn wir so viel Kühe haben müssen melken, da haben wir am Abend, alles hat uns Wert auf dem Melken. Wir haben keine Maschine. Nachher in der Nacht, sie hat alle gejammert, da die. Nachher haben wir einen Kiebel voll Wasser, kaltes Wasser mit tauchen in das Zimmer. Und haben alle Eichen gefahren, dass der Wehr hat keinen Auge auch hören. Für lauter Wehr, für lauter alle vom Malchen. Da haben wir schon, aber es ist sehr, auch wieder schön gewesen. Aber ich denke, dann hat es am Kirchti, haben wir das Erfauser Kirchti, und da ist der 15. August, da hat es geschneit, es wie mitten im Winter. Nachher haben wir müssen mit den Kühen herumfahren. Und ich musste eine Lohnung da oben bleiben, dass man nichts stiehlt. Weißt du? Das sei ja auch. Da, ich habe die Verantwortung gehabt als Sennerin. Und da. Sie ist nicht da oben gewesen, sie ist auch herum gewesen. Da war sie nie und ich mich so gefürchtet. Und nachher. Und man denkt, was ist jetzt da vor der Tür draußen? Da klopft es alle am Fenster. Nie habe ich gefürchtet, habe ich mich nicht draußen getraut. Nachher habe ich noch den Vierhang aufgetan. Nachher ist also ein Kitzel. Ein Kitzel, weißt du, was das ist? Das hat alle mit den Haaren ans Fenster geklopft. Und dann habe ich gewusst, was da los ist. Aber und die erste Zeit hätte ich müssen, da oben im Zimmer neben einem Sender, wo ich noch nicht Sennin gewesen bin, bei Sennin, da hätte ich müssen bei dem im Zimmer schlafen. Dann habe ich gesagt, das tue ich nicht. Noch nicht unten in der Stube. Habe ich noch geschlafen auf der Ofenbank. Ich habe gesagt, ich gehe nicht zu einem Mann in ein Zimmer. Er hat gesagt, er tut mir nichts. Ich habe gesagt, das will ich nicht. Bin ich nicht auch gegangen zu dem. Nachher ist sie gekommen. Wir haben miteinander geschlafen nachher. Ja, das weiß ich noch gut, das vergiss ich nie. Aber neben einem Mann zu schlafen, hatte ich nie.